Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo hier aus meiner Küche. Und zwar machen wir heute die Kräuterbutter aus dem Monsieur Cuisine Cooking Pilot. Da gibt es eine Portionenangabe und zwar kann man die hier ändern und zwar 5 Portionen oder 10 Portionen. Ich nehme heute die für 250 Gramm Butter und ich habe die schon in so einen Behälter rein, den ich später dann auch verwende, um die kalt zu stellen. Denn laut Angabe, ich müsste schauen, kann man die 2 Wochen im Kühlschrank aufbewahren. Das ist eine feine Sache, jetzt besonders zur Grillsaison und gleich vorneweg. Man kann hier natürlich variieren. Ich habe jetzt hier klassisch Petersilie und Schnittlauch, wie das vorgegeben ist. Knoblauchzehe hole ich noch ran, die hatte ich jetzt tatsächlich vergessen. Und ja, man kann hier aber Chili hinzugeben. Bärlauch ist eine interessante Sache und das ist natürlich richtig lecker auf einem Baguette oder auch auf einer Paprika oder man kann ganz viel damit bestreichen. Natürlich kann man das auch auf ein Stück Fleisch geben. Also da sind natürlich den Fantasien keine Grenzen gesetzt. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, denn ich stehe total auf Kräuterbutter und bin gespannt, wie das in dem MC Smart hier funktioniert. Das sollte ja mit auch jedem handelsüblichen Mixer oder auch mit der Gabel kein Problem sein. Was ich heute benutze, ist den Calotti. Da habe ich vielleicht die Möglichkeit, unten die Reste ein bisschen rauszubekommen. Aber um den Kontrast hier zu wahren, ich habe auch noch den Ernesto. Ja, dieses Dreier-Set war es, glaube ich. Das benutze ich, das lege ich mal kurz auf die Seite und natürlich Miximizer. Das habe ich ja schon oft gesagt, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal von Wundermix und ja, wer den hat, kann ich immer wieder erwähnen, das ist Gold wert. Also das sollte normalerweise in der Kooperation mit dem Smart verkauft werden, weil wir hatten ja die ganze Zeit, wer dem Kanal gefolgt ist, die Einlog-Probleme. Meiner ist jetzt stabil, kann ich wirklich sagen, überhaupt kein Problem. Hier den Wundercover kann man kurz auf die Seite tun, da muss ich heute nichts abwiegen und als kleine Info für die Stammabonnenten, wer hier ja, die Reibe hat, den Wunderpeeler. Da ist jetzt gestern rausgekommen und zwar ein Eierauflage, wo man die Eier reinsetzen kann und natürlich der ganz normale Ersatz, also hier die Messerabdeckung. Die habe ich ja noch von Blazes. Wer jetzt allerdings so einen Wunderpeeler hat, der kann sich die 2 Scheiben extra kaufen, hat somit auch nicht viel einzelne Dinge rumfliegen. Das ist eine gute Option. Das stelle ich tatsächlich noch vor. Das hat aber jetzt nichts mit dem Video zu tun, nur so als kleine Info. Wir starten und ich gehe jetzt auch nicht groß auf die Sachen ein, was man hier braucht. Und das erste ist ein Bund Petersilie und ein Bund Schnittlauch. Das habe ich hier, das ist diese Packung waschen, trockenschütteln, Schnittlauch in feine Röllchen schneiden, die Petersilienblättchen von den Stielen zupfen und alles in den Mixbehälter geben. Ich mache es ja immer Messerkontrolle, das sitzt hinten Verschluss, auch verriegelt und dann würde ich sagen, wir legen los und ja, das habe ich mir halt jetzt schnell herbeigezaubert und da hinten habe ich euch noch die Stücke gelassen, damit ihr auch seht, dass ich das tatsächlich selber mache. Ich spare mir da so ein bisschen Videozeit mit dem Schnipp und wir können gleich weitergehen. Und den Knoblauch habe ich auch noch dazu, den sollte man nur schälen. Ich habe den jetzt tatsächlich noch so ein bisschen klein geschnippelt hier. Ihr könnt hier auch variieren, das heißt, wenn ihr mehr Knoblauch mögt, könnt ihr hier mehr Knoblauch reinmachen. Und wenn ihr natürlich hier die Kräuter in eurem Garten frisch anbietet, gebaut habt, ist das natürlich auch was Feines. Da weiß man natürlich, wo alles herkommt. Ich hole mal den Mix-Topf hier raus und ja, das müssen wir jetzt alles nur hier reingeben. Ich habe auch schon mal bei dem Rezept vorgelinst. Hier wird kein Turbo angewandt und das erklärt sich dadurch, dass wir diese Schritte, die dann jetzt im Anschluss kommen, mit der Butter zusammen wiederholen können. Und die weiteren Schritte ergeben dann praktisch ein feineres Ergebnis oder wer es halt etwas grober mag, der lässt das dann tatsächlich so, wie das jetzt hier drin ist. Schauen uns das mal an. Das ist also von der Konsistenz her richtig genial, damit man auch noch so ein bisschen einen Biss hat. Ich mag das nicht, wenn das alles so eine Pampe ist. Dann gucken wir mal. Und zwar eine Knoblauchzehe schälen und dazugeben. Die ist ja schon mit drin, habe ich euch ja gesagt. Und dann 250 Gramm weiche Butter vierteln und dazugeben. Weich ist jetzt so eine Sache. Ja? Ihr könnt die jetzt natürlich eine halbe Stunde vorher rausholen. Da war jetzt meine Kühlschrank kalt. Deswegen, das müsste gehen. Aber die ist weich. Behälter, habe ich ja gesagt, den behalte ich noch da, weil das wird dann im Anschluss kühl gestellt. Und jetzt kann man vielleicht schon drauf achten, da habt ihr immer so einen kleinen Einfluss drauf, wie das hier läuft, dass ihr einfach die Butter schon ein bisschen nach unten macht. Wir setzen ja auch gleich den Miximizer ein, damit das hier unten sich alles richtig gut und richtig verbindet. Dann werden wir wahrscheinlich noch würzen. 1 Teelöffel Salz.
Da habe ich mir gleich schon hier meinen kleinen Behälter, und zwar einen Teelöffel. Das ist natürlich dann auch variabel, und eine Messerspitze. Bei mir gibt es eine Löffelspitze. Das könnt ihr dann zum Schluss abschmecken. Am besten vorher noch in den Kühlschrank. Das verhält sich so wie Nudelsalat. Das zieht dann noch ein bisschen. Und ja, dann habt ihr das Punkt genau. Jetzt haben wir 3 Minuten auf Stufe 5 Rechtslauf. Ich setze den Miximizer rein, und der hat ja so seine Grenzen. Ich finde das auch schade, dass man den nicht so ein bisschen variieren kann. Der ist jetzt da unten, ja, schon so ein bisschen an der Grenze angelangt, aber das passt noch. Einmal drauf. Jetzt sieht man gleich, ob auch der Deckel mal wieder geschmiert werden muss. Wenn man den nämlich nicht mit der einen Hand zukriegt, dann ist mal wieder Zeit. Da hat der letzte nicht richtig sauber gemacht, seht das? Wenn man die Küchenmaschine nicht alleine benutzt, das kann man aber nicht verhindern. Gut, wir starten und sehen uns dann nach Ablauf der Zeit wieder. Das gibt nämlich jetzt ein ordentliches Geräusch. Und ihr seht, der bleibt stabil stehen, auch mit meiner Wunderslider unten drunter. Und bis gleich. Wir sind durch, und das ist alles richtig gleichmäßig hier durchgezogen, wirklich gut. Bei Bedarf mit dem Spatel nach unten schieben und den nächsten Schritt ausführen, ansonsten überspringen. Das ist immer so eine Einschätzungssache. Also ihr guckt euch das jetzt mal an, und ich gucke mir erstmal unten an, wie mein Miximizer aussieht. Das ist natürlich dann die Sache, die habt ihr immer tatsächlich. Das ist jetzt meine Masse, das ist jetzt meine Kräuterbutter, und ich würde sagen, die ist schon richtig gut. Das ist jetzt natürlich der Unterschied. Möchtet ihr jetzt hier grobe Stückchen oder leicht grobe Stückchen haben, wie das jetzt hier aussieht, dann könnt ihr das jetzt lassen. Oder ihr gebt jetzt einfach nochmal 3 Minuten auf Stufe 5. Dann wird das Ganze natürlich nochmal püriert. Das versteht sich von selbst. Und gibt dann einfach so eine cremigere Note. Dasselbe habt ihr bei einer Thunfischcreme. Die habe ich auch schon des Öfteren gemacht. Und das wird richtig gut. Wir schaben jetzt mal so ein bisschen nach unten, wie das aussieht. Also da bin ich zufrieden. Ganz toll. Ja, ich hätte vielleicht doch eine kleinere Schüssel nehmen können, weil die 250 Gramm Butter, die hat sich dann hier so ein bisschen zu einer Creme entwickelt, aber das ist klasse. Ich zeige euch das mal auf dem Spatel. Ja, also das Ergebnis ist wirklich gut. Ja, das kann man lassen. Da bin ich begeistert. Ich würde sagen, ich fülle das mal um, und dann sehen wir uns gleich wieder zum Geschmackstest. Ich versuche ja zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen Rückmeldung zu geben, wie denn diese Zubehörteile sind. Und ich muss jetzt sagen, ich habe den Calotti jetzt auch schon ein bisschen länger. So hin und wieder braucht man ihn. Aber jetzt auch nicht häufig, weil er einfach so von der Art her so ein bisschen unhandlich ist. Also das ist jetzt eure Buttermasse, die ihr habt. Und tatsächlich kann ich jetzt mit diesem Calotti natürlich hier drauf. Ich hoffe, dass das auch einigermaßen zu sehen ist. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man Videos macht und gleichzeitig solche Dinge zeigen möchte. Ja, und dann dreht ihr jetzt hier dieses Butterzeug, dreht ihr jetzt in diese Schaufel hier rein, und dann müsst ihr das natürlich hier auch wieder rausholen. Also es ist ja, mit Vorsicht zu genießen. Man hat, wie gesagt, nicht so oft den Einsatzzweck, also ich jedenfalls nicht, aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wer diesen Calotti hat, ob ihr den oft benutzt und für was. Also das würde mich interessieren. Bei mir ist es so, dass ich eigentlich relativ gut zurechtkomme mit diesen Ernesto-Spateln. Die sind wirklich gut, und auch tatsächlich dann mit den Wundermix, oder auch vorher habe ich die IKEA-Spatel benutzt, mache ich dann öfters auch mal. Also es kommt immer drauf an. Es gibt ja sehr viel auch im Zubehör, das man tatsächlich nicht braucht. Das ist immer mal wieder so, aber ich glaube, das ist nicht nur bei Küchenartikeln, sondern generell bei allem, wo man beworben wird, dass man abwägen muss, braucht man das selbst oder braucht man das nicht. Das ist ja bei dem Wunderpeeler oder bei der Wundercover, wie die ganzen Namen da heißen. Ich würde sagen, ich lasse das mal so, ich kratze das später mit dem Baguette aus. Das ist eine kleine Sauerei, das seht ihr hier. Und wir gehen einfach über zum Geschmackstest. Jetzt habe ich natürlich auch hier mein Schälchen total versaut, und das ist auch überdimensional. Also da braucht ihr nicht so ein großes, aber das ist halt jetzt geeignet, um das in den Kühlschrank zu stellen. Das sollte nämlich jetzt noch kalt gestellt werden. Aber vorher machen wir noch den Geschmackstest. Bei solchen Gerichten, wo ganz viel Butter oder Sahne drin ist, dann müsst ihr am besten Schnick, Schnack, Schnuck spielen, wer den Mixtopf wieder sauber macht. Das ist immer mal wieder so das Problem. Was ich hier tatsächlich mache, ist seit neuestem oder seit 6 Wochen knapp hier einsprühen. Ihr könnt dann natürlich auch so eine Zauberspray-Sachen benutzen. Das wollte ich demnächst mal ausprobieren. Vielen Dank. Da wurde mir in den Kommentaren sehr viel darüber geschrieben. Momentan finde ich es noch richtig klasse, aber ich werde das mal austesten. Und dann gieße ich das noch so mit 150 ml Wasser auf.
Dann kommt der Mixi-Meiser wieder rein und dann mache ich einfach die Vorspülfunktion. Das hat sich bei mir einfach bewährt und das mache ich tatsächlich die ganze Zeit durch. Wir schauen uns jetzt mal an. Die Masse habe ich jetzt da noch ein bisschen verteilt und habe den Rand versucht sauber zu machen, aber wie gesagt, bei Butter ist das nicht gut, das wird verschmiert. Jetzt habe ich hier mein frisches Baguette. Natürlich schmeckt das hier, das muss man sagen, wenn das frisch aus dem Kühlschrank rauskommt, noch viel besser. Das ist ganz klar, wie mit allen Sachen, die butterhaltig sind. Den Löffel mache ich jetzt da nicht wieder rein. Aber das sieht richtig genial aus, muss man wirklich sagen. Und ja, das bekommt man natürlich auch mit der Hand hin oder mit einem Blender oder mit einem Mixer. Und ja, der Smart kann das auch, wahrscheinlich auch der Connect und der Trend. Jetzt beiße ich mal ganz kurz rein, ihr hört das sehr wahrscheinlich knacken. Sehr lecker. Ja. Die langen Kauzähne sind wahrscheinlich nicht gut. Zähnen. Also es hätte keine Prise mehr Salz reingedurft. Das ist wirklich gut abgestimmt mit einem Esslöffel. Ich würde sagen, wenn ihr es macht, macht es lieber erst mit einem halben. Der eine mag mehr Salz, der andere weniger. Das ist schon sehr salzhaltig. Und ja, Pfeffer könnt noch ein bisschen dazu. Das könnt ihr jetzt auch noch verfeinern mit Chiliflocken. Ihr könnt, wie gesagt, Bärlauch reintun als Kräuter. Und da sind den Fantasien keine Grenzen gesetzt. Ich finde es richtig klasse hier, das Kräuterbaguette mit dem Monsieur Cuisine Smart. Und schreibt mal unten rein, ob ihr das schon gemacht habt, ob euch das geschmeckt habt oder ob ihr das jetzt, nachdem ich das Video hier hochgeladen habe, probiert habt und wie euer Ergebnis war. Das würde mich in jedem Fall freuen. Dann freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch, über neue Abonnenten. Aktiviert auch gerne die Glocke, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Und ja, bis demnächst. Eine schöne Grillsaison. Tschüss.